So, ich mache jetzt 700 Pfeile. Und ich habe schon über 500. Gott, wo bist du? Ich bin hier irgendwo los, Bro. Ja, warst du nicht gerade noch bei mir? Ich nein. Die ganze Zeit hier zu mir, und du bist bei der Lies. Ich bin jetzt in dem Stein. Ich stelle mich jetzt nicht. Das geht mal auf. Ich geh mal auf Bärenjagd. Ich hab dafür eine Aufgabe. Das ist eine Aufgabe. Thank you.
Diesen Rucksack gibt es schlecht, schlimme Vorgeschichte.
für dich. Du wolltest doch gleich haben. Boah, mein Bogen ist schon auf Level 353. Falls jemand Pfeile braucht, ich habe 1240. Ich kann gerne was geben. Ich höre schon Zombies. Ja, hier sind welche. Denkt doch nie an eine
Ja, die hängen gerade schon fest. Ich glaube, die sind schon weg. Ne, da hinten sind noch welche. Eine Minute noch. Nein. Okay. Stimmt, was passiert eigentlich, wenn die siebte Nacht ist und keiner auf dem Server ist? Countdown. Thank you.
Ja. Ich hab ja auch zu tun. Kann mir einer mal hier leuchten? Ja. Ich bin da, wo ich draußen bin. Und
Ja, Leute, bei mir stehen alle. Echt? Ja. Einer ist oben. Fuck. Fuck. Einer ist oben. Bin tot. Komm hoch, versuch mal hochzukommen. Bin auch gerade gestorben. Fuck, fuck! Lass mich in Ich sag dir, ist ein Spucker. Nein, aber die kommen gerade die Treppe hoch, glaube ich. Nee, dann nicht. Wo? Fuck, hier ist ein Fass noch.
So. Oh, noch 25 Sekunden, Leute. Was für 25 Sekunden? Ah, okay. Ich joine sofort. Ich hätte mehr als mal mehr gucken. Eingerichtet. Alle Hilfe. Boah, was ist das für eine Scheiße? Ihr müsst eure Base ein bisschen verbessern. Stacheldraht ist aber nicht alles. Erzähl. Ja, warte kurz. Wir warten die Nacht noch kurz ab und dann können wir... Dann kann ich dir zeigen. Alteisenspitzen wären was Besseres, ne? Auch nicht wirklich. Die machen kaum Schaden. Deshalb würde ich sie eher nicht empfehlen. Nicht? Aber die halten doch länger, oder nicht? Ja, aber die Ressourcen, das kostet mehr Ressourcen. Und außerdem, die sind nicht... nehmen sehr viel Platz weg, ne? Und die Zombies verletzen sich nicht dran. Also zumindest nicht so richtig. Ja, okay. Die laufen manchmal, die laufen sie sogar über die drüber. Deshalb würde ich es eher nicht empfehlen. Okay, guter Tipp. Hier ist noch einer. Ja. Mach da einfach. Hallo? Ich war da auch dabei, oder? Ja. Was für eine Scheiße! Was ist das für eine Hurenrotze? Und übrigens sammelt ihr auch die das Kadaverfleisch ein? Ja. Okay, weil die braucht man später für die fürs Düngermittel, ne? Für was? Düngermittel. Ach so. Ja, und man kriegt sogar mehr, sagen wir mal, ein bisschen mehr Mais raus. Und aus den Knochen könnt ihr Kleber machen. Und aus Kleber könnt ihr Duct Tape machen. Hey, hier ist Motorrad lenken, Leute. Ja. Den nicht mehr mit. Ja, den haben wir schon. Alter, was für eine Scheiße ist das? Ich hab doch keinen Bock mehr jetzt hier drauf. Warum? Ja.
Aha. Guck mal. Ich habe sogar Raketen. Ja, ich auch. Zwei Stück. Ich habe eine. Die bringen euch am Anfang gar nichts. Also würde ich sie lieber irgendwo aufsammeln, die Raketen. Die bringen gar nichts am Anfang. Ja. Ja, ja, aber das und ist nichts. Ich hab wieder Dynamit. Guck. Ich weiß, aber so allgemein Raketenwerfer was? Bringt euch am Anfang nichts. Also ich würde ihn da ehrlich gesagt nicht einsetzen. Noch nicht zumindest. Ich kann gerade nicht joinen. Tut mir leid. Ich werde ganze Zeit vom Server gekickt. Ich wollte jetzt eigentlich losgehen und die zwei Schätze suchen. Aber nur wenn das Feuer an ist und die Schreier kommen, ne? Das weißt du ja. Für mich oder was? Ja. Wir sitzen in einem Raum, deswegen schaltet sie immer hier hin. Sie denken, dass alle immer genervt sind. Dann machen einfach. Hier liegt der. Alles gut. Ich hab noch Bauplan für Armbrot. Wer will ihn haben? Ich hab den Bauplan für den Vorschlaghammer nochmal. Okay. Hier, Alice. Ich hab grad so eine Jacke gefunden. Will die diese jemand haben? Ja, die Leiter muss ich ein bisschen kaputt machen, weil sonst hätten wir weiter hochgegangen. Hier hast du für den Vorschlaghammer, Niklas. Einfach. Ja, damit die Zombies dann nicht weiter hochgehen. Deshalb würde ich sagen, baut ihr das nochmal kurz zusammen. Wer ist denn von euch hier eigentlich zuständig für die Base? Ja, damit werden wir einfach mal anfangen, glaube ich. Okay, also bist du der Niklas 07008, oder? Ich bin der sehr ruhige Typ, der immer zwischen euch meistens macht. Das ist ein ganz. Und der meistens baut. Also, der meistens baut, genau. Er ist der Brückenbauer bei uns immer gewesen. Schlaf. Alice macht das Essen, trinken und sowas, kocht das ab. Ich schätze mal, du hast mehr Plan von der Basis, war ich muss fast sagen, ne? Ja, ich gucke sie mir gerade an und ich muss zugeben, ihr habt da einiges vergessen, ne? Also ihr müsst da wirklich einiges bauen. Sag an was, an was werden wir, nachdem wir wieder da sind, alle Materialien anschaffen, die du brauchst und werden natürlich starten. Also erstens, ich sag mal so, an sich ist die eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nur das Problem ist, sie besteht wirklich zu 100% komplett aus Holz. Und ja, Holz geht ja schnell kaputt, wie ihr wisst. Ja? Genau. Und hier zum Beispiel... Erzähl.
Genau, und der Fehler zum Beispiel liegt auch hier an dieser Brücke. Denn an dieser Brücke, zum Beispiel bei diesen Pfosten, hättet ihr da am besten, warte mal, kann ich dir gleich besser zeigen. Warte mal, ich zeig's dir mal richtig. Nein, 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 nein. Wer bist du, was denn? Hättet ihr zum Beispiel ungefähr so in dieser Höhe noch so eine kleine Wand bauen können, weil dann kommen die gar nicht mehr hoch, ne? Ah. Verstehst du? Ja, Weil okay. wenn So die, weil wenn easy. die, weil die, Spa, die Spinnzombies, die Spinnzombies, die klettern halt gerne hoch, ne? Und bei solchen geraden Pfosten, die Stacheldinger hier, die Spikes, die sind gerade das Mittel, also quasi eine Leiter für die Zombies, ne? Ja. Ja. Also am besten ungefähr so in dieser Höhe, an der gesamten Brücke durchziehen einfach nur. Und vorsichtshalber an der Brücke ganz oben an sich, da wo der Eingang zu, nee, nee, an der Brücke an sich selber, baut ihr noch eine Tür ein, die aus Eisen besteht. Weil dann brauchen die Nähe, dann habt ihr einen Zeitvorsprung. Wenn die da doch hochklettern sollten, die Zombies, ne? Dann können die durch die Tür nicht so schnell durch. Da habt ihr noch Zeit, euch da drum herumzustellen und die dann einfach mal abzuknallen, ne? Ja. Major ist drin. Der ist hier. Also. Nee, 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 warte, 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 warte mal. Die Spikes, nee, nee, die Spikes kannst du so lassen, die sind in Ordnung. Aber am besten hier noch so ungefähr in dieser Höhe, also so wie dieser, ja, genau. Und die ganze Brücke soll komplett mit Spikes umgeben sein, komplett bis zum Ende vor. Also von der Base bis hin zum anderen Gebäude. Komplett dicht. Ja, genau, weil dann haben sie diese ganzen Probleme, die Zombies, da allgemein durchzukommen. Also die Spikes, so wie ich es mir gerade hier angucke, sollen ungefähr bis hierher kommen. So wie die. Ja, weil. Ja, das. Also ich bin dann mal weg. Kein Bock mehr darauf. Ja. Habe ich schon, dreimal. Und eine Dingens, so eine, warte mal, wenn ich diese Tür hier gleich finde, dann kann ich sie dann draufpacken. Ja, ich hab noch genug Zeit heute. Ich bin sowieso bis zum nächsten Jahr krank geschrieben, also von dem her. Ich auch, Alter, Killer. Ja. Hallo, hallo.
Ich komme aus Baden-Württemberg. Ja. Major ist aus NRW. NRW, genau. Ja, wir wollen jetzt Leute, wir sind nachher wieder da. Hold rein, erstmal an der Stelle. So, das ist schon mal aus. Wir sind gerade um. Also komplett.